Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei die Gaming AG. Mein Name ist Tristan und ich freue mich heute euch mein erstes Video zu präsentieren. Wir spielen heute den Zusi 3, den Zugsimulator in der Hobbyversion. Fahren heute auf der Bahnstrecke Hannover-Hamburg auf dem Abschnitt zwischen Celle und Uelzen mit dem Metronom der Linie RE2. Heute dabei haben wir einen Steuerwagen der Baureihe DAB PBZKFA. Ist ein bisschen verwirrend, glaube ich. Nennen wir ihn einfach Steuerwagen 766, denn so heißt er auch bei der Deutschen Bahn. Unsere Zuglok ist heute eine Lok der Baureihe 146.1. Unser Zug ist 180 Meter lang und wiegt 422 Tonnen. Ja, und damit würde ich jetzt sagen, legen wir einfach mal los, unseren Zug aufzurüsten. Beziehungsweise aufgerüstet ist er eigentlich schon, wie ihr hier sehen könnt. Der Fahrplan ist schon aktiviert, aber wir müssen uns noch in unserem Zug hier. Ja, wir haben hier gerade noch kleine Störung. Warte, oh, schreibt jetzt nichts. Ja, gebe ich jetzt einfach irgendwas ein. 055. Ist ja egal. Hier kann man jetzt nicht einfach irgendwas eingeben, sondern hier kommt jetzt die Zugnummer hin. Die Zugnummer lautet 82 800. Das ist unsere heutige Zugnummer. Wird uns auch hier direkt angezeigt. So, hat er jetzt erkannt. Wir fahren von Göttingen nach Uelzen mit dem RE2. Wird hier oben jetzt schön angezeigt in dem DFI. Nee, DFI ist das eigentlich nicht. In der Anzeige. So, fahren wir auch mal direkt los, denn wir haben einen straffen Zeitplan. Hier fährt uns gerade ein ICE vorbei. Bitte nicht wundern, das kann sein, dass er jetzt einfach verschwindet gleich, weil die Welt halt zu Ende ist und der da aus der Welt verschwindet. Ist ein ICE 1, wie man schön sehen kann, an dem Bordrestaurant hier, an dem schönen Panoramadach oben. Haben spätere ICEs leider nicht mehr. Zugbeeinflussung. Und weg ist er. So, haben wir uns einmal befreit, damit wir hier, ich sag mal, freie Fahrt haben. Ja, ist auch direkt weitergesprungen hier von Göttingen auf Celle, weil wir stehen ja nicht in Göttingen, sondern in Celle. Man muss sich jetzt hier quasi vorstellen, dass wir gerade aus Göttingen gekommen sind und jetzt halt weiterfahren Richtung Uelzen. Haben im Übrigen schon eine Minute Verspätung. Also, jetzt mal los hier, würde ich sagen. Dürfen wir aktuell 160 Stundenkilometer fahren, gleich noch 150. Das, was da immer so gelb, gelb, so weiß aufblitzt, das ist die sogenannte SIFA, die Sicherheitsfahrschaltung. Die müssen wir gedrückt halten und halt alle halbe Minute etwa einmal kurz loslassen. Das signalisiert dem Zug, dass wir da sind und dass wir den Zug steuern können. So, jetzt können wir die Leistung eigentlich schon wieder wegnehmen, weil wir müssen gleich schon wieder einhalten in Celle. Wird uns auch gleich angesagt. Da kann man eigentlich schon langsam bremsen. Ja.
Nächste Station, Celle. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Türfreigabe. Zelle, Ausstieg rechts. Türfreigabe. So, wir haben jetzt gerade das Führerbremsventil. Das sind hier die beiden Hebel rechts, die etwas vom Buchfahrplan überdeckt sind. Das ist technisch nicht anders umsetzbar momentan. Aber ich denke mal, das sollte so passen, so einigermaßen. Ja, das ist das sogenannte Führerbremsventil. Das haben wir jetzt gelöst, damit wir gleich einfach einen schnelleren Weg haben, um den Zug wieder in Bewegung zu setzen. Wir haben hier eine Minute Standzeit, eigentlich von 6.05 Uhr bis 6.06 Uhr. Da wir jetzt aber 2 Minuten Verspätung haben, müssen wir jetzt leider warten, bis wir eine Minute hier gestanden haben. Dann sollte uns die Strecke auch wieder freigegeben werden. Ja, hier der kleine Hebel rechts, ganz rechts, ist die sogenannte Lokbremse. Ja, die sorgt halt dafür, dass der Zug trotzdem stehen bleibt, obwohl wir halt stehen. Ja, damit er stehen bleibt. Ja, obwohl der Führerbremsventil, das wollte ich sagen, gelöst ist. Hier in der Mitte haben wir die sogenannte PZB, das ist hier neben dem B, die 85. Die kann auch andere Sachen noch anzeigen, und zwar wechselt die dann, blinkt die dann mit 70. Wenn dann der blinkt, ist gerade auch eben passiert. Das ist dann das sogenannte Wechselblinken. Im Moment darf man maximal 40 Stundenkilometer fahren. Ja, so ist das halt. Ja, wir warten jetzt hier, bis uns die Fahrt weitergestellt wird, also dass wir weiterfahren dürfen. Ein Signal haben wir ja schon, aber wir müssen halt noch warten, bis uns der Zugbegleiter sagt, dass wir weiterfahren dürfen. Dauert mitunter ein bisschen. So. Jetzt geht es auch weiter. Kann man einmal rausgucken aus dem Zug, aber das, ja. So, jetzt geht es weiter mit 4 Minuten Verspätung. Ja, geht's nicht, weil ich muss natürlich die Bremse lösen. Naja, jetzt geht's ja weiter. So. So, da seht ihr vielleicht dieses Yen-Zeichen. Das kennzeichnet das Ende des anschließenden Weichenbereichs. Jedes Mal, wenn dieses Yen-Zeichen kommt, sind quasi alle Verbote aufgehoben, und wenn nicht anders signalisiert, darf man dann mit Streckengeschwindigkeit fahren. Fahren wir vorbei an einem kleinen, ich sag mal, Güterabstellung. Eines ist auch Metronomwerk. Nicht Werk, sondern da stehen einige Metronom-Loks abgestellt. Ist halt alles nicht elektrifiziert. Hier zweigt eine Bahnstrecke ab nach Sifa. Ich habe keine Ahnung. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Wir werden jetzt, was ich aber weiß, ist, dass wir jetzt in die LZB gleich aufgenommen werden sollen. Das ist jetzt geschehen. Kündigt uns eine Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometer an, die wir ausfahren dürfen. Legen wir den Hebel mal auf den Tisch, damit wir ein bisschen Gas geben.
Nächster Halt heute ist Eschede. Eschede ist vor im Jahr 1997, meine ich, ein trauriges Unglück passiert. War das 1997? Ja, das war 1997. Und wir sind zu schnell. Wenn wir jetzt nicht gebremst hätten, hätte der uns irgendwann automatisch eingebremst. Aber nicht voll gebremst, das wäre keine Zwangsbremsung gewesen. Der hätte uns nur. Ja. So, es naht gleich ein rotes Signal zu sehen daran, dass wir eine angekündigte Geschwindigkeit von 0 haben. Und das ist jetzt weniger als 4 Kilometer von uns entfernt, also sollten wir langsam stehen. Jetzt wird die Bremskurve eingeleitet, das ist wieder ein IC1, also ein Zug der Baureihe 401, ein Triebwagen, Zug, Quatsch. Jetzt fahren wir ein in den Überholungsbahnhof von Gassen. Keine Bahnsteiger, dies ist ein reiner Überholungsbahnhof für den Güterverkehr. Und da sehen wir auch schon unser Ungetüm vor uns. Wir haben ein gelbes Vorsignal, beziehungsweise ein gelbes Hauptsignal, das ist ein sogenanntes KS-Signal und wir sind zu schnell. So, und da hat sich auch gerade die Fahrstraße vor uns wieder gefangen. Heißt, wir dürfen wieder beschleunigen und müssen dann gleich wieder abbremsen. Bremskurve, die wir einhalten müssen. Dieses Signal ist gelb gewesen, das ist das sogenannte KS2. Das kündigt uns an, dass das nächste Signal Halt zeigen wird. Und jetzt wurde dieses Signal gerade eben grün und wir dürfen wieder beschleunigen. Der Grund dafür, dass wir jetzt abbremsen müssen, ist, dass wir einen langsamen Güterzug vor uns haben. Diesen werden wir aber gleich vor Eschede überholen. Nee, halt, das stimmt gar nicht. Diesen werden wir aber auf jeden Fall gleich überholen. Der ist jetzt gerade vor uns und wird uns aufhalten in die nächsten Station. So, jetzt. Wieder Geschwindigkeit wegnehmen und wieder jetzt kommt die Bremskurve wieder erneut und jetzt hat sich das Signal auch wieder gefangen. Also jetzt der vor uns liegende Block wurde gerade wieder frei und wir dürfen jetzt wieder beschleunigen auf 160 und gleich wird die Strecke wieder jetzt wieder. So, und dann kann man schon sehen, das nächste Signal ist rot. Da hinten. Und jetzt hat sich das Ganze aufgelöst. Das Signal ist jetzt gerade wieder gelb geworden und wir können wieder beschleunigen.
Der Zug vor uns fährt maximal 100 Stundenkilometer und wir fahren halt schneller als 100 Stundenkilometer. Das sorgt halt dafür, dass wir gefährlich nahe kommen. Jetzt wieder etwas beschleunigen, weil das Signal ist wieder grün. Gestattet uns die Weiterfahrt uneingeschränkt. Wie gesagt, wir haben ja unseren Streckenverlauf, haben wir ja schematisch abgebildet. Wir sehen ja, was da vor uns passiert. Gewissermaßen. So, da hinten ist jetzt die Brücke, wo der dramatische Unfall von Eschede passiert ist. Im Jahre 1997. Hier entgleiste ein ICE an, ich meine, das war diese Weiche, entgleiste ein ICE. Und hier sieht man auch gut dargestellt ein Denkmal. Nächste Station, Eschede. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Eschede, Ausstieg rechts. Türfreigabe. So. Ich hoffe, das ist so alles so ein gewissermaßen angenehm für euch, auch von der Lautstärke. Wie gesagt, das ist so mein erstes Video. Meine ersten Gehversuche, ich weiß auch noch nicht so genau, was ich mit euch reden soll. Ich habe mal vor Jahren, habe ich mal YouTube gemacht, habe ich so ein, zwei Videos hochgeladen, hat mir aber alles nicht so gefallen und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann lassen wir das sein. War damals auch noch nicht so professionell wie jetzt, weil das ist ja wirklich schon ein bisschen, ja, professioneller. Weiß ich nicht. Von daher, jetzt hat uns gerade die Möglichkeit gegeben, die Tür zu schließen und wir können weiterfahren. Los. Wir sind schon zu spät. 5 Minuten mittlerweile. Unser nächster Halt ist Unterlüss. Ja, es wird nicht bei Zusi bleiben. Es werden noch weitere interessante Spiele kommen aus dem Bereich des Personen- und Güterverkehrs. Unter anderem habe ich mir gedacht, ich werde Let's Play zu Spielen
Train Sim World machen, ist auch dem einen oder anderen wahrscheinlich ein Begriff. Aber auch zu Spielen wie, ja, es ist so, ich rede zu wenig, was macht der jetzt? Ich bin der Schwartlappe, wie die Kölner sagen. Ja, ich werde auch Spiele wie den Omnibus Simulator spielen, Omsi 2, das ist ein Spiel, wo man halt, wie der Name schon sagt, mehr oder weniger Omnibusse fährt. Und also ein Simulator. Jetzt habe ich wahrscheinlich die komplette Omsi-Gemeinde schon nicht mehr hinter mir, weil ich das gerade Spiel genannt habe. Aber auch andere Spiele wie zum Beispiel wahrscheinlich auch Euro Truck Simulator 2 oder ja, ähnliche Projekte. Ja. Daraus ist auch das, worauf ich mich auf diesem Kanal hauptsächlich orientieren möchte. Ja, und ich denke mal, das wird ganz locker werden hier mit uns. Wir haben mal wieder ein rotes Signal voraus. Und dafür ist immer noch der Güterzug, der vor uns ist, den wir aber gleich in Unterlüß überholen dürfen. Hier fährt jetzt ein Intercity vorbei mit einer Baureihe 101 vorne dran. Wir dürfen jetzt einbremsen. Aber gleich schon wieder dabei. Das ist, das Signal hat sich gerade mal wieder auf Fahrt gestellt und wir dürfen jetzt wieder beschleunigen. Ja, wie gesagt, unser nächster Halt wird sein Unterlüss. So, jetzt können wir noch ein bisschen Gas geben, weil der Güterzug für uns hat sich gerade das Nebengleis verabschiedet und wir können jetzt da ganz gechillt dran vorbeiziehen, sage ich mal. Sollen aber nicht zu schnell fahren, denn wir halten jetzt. Nächste Station, Unterlüß. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zwangsbremsung. Unterlüß. Ausstieg rechts. So.
Ja, so ist das halt. Ja. Stehen wir hier im Bahnhof von Unterlüss und warten auf unsere Abfahrt. Ihr seht da oben wahrscheinlich dieses kleine rote Männchen. Das kleine rote Männchen, das signalisiert, dass wir noch Stand haben. Jetzt ist das kleine rote Männchen ausgegangen. Jetzt dürfen wir die Tür schließen. Die Türkontrolle blinkt und wir dürfen unsere Fahrt fortsetzen. Falls ihr es schon bemerkt habt, das Yen-Zeichen hier, was jetzt zum Beispiel bei Kilometer 74,6 steht, das steht für das Ende des anschließenden Weichenbereichs. Das heißt, wenn hier Signalgeschwindigkeiten angezeigt würden, die niedriger sind als die Streckengeschwindigkeit, die daneben dran als 160 gerade markiert ist, wären die ab diesem Punkt aufgehoben. So, gerade an dem Güterzug vorbeigefahren, der jetzt hier wartet, bis wir den Streckenbereich verlassen haben. Und wir dürfen weiter beschleunigen auf 160 Stundenkilometer. Unser nächster Halt ist Sudabur, 6:28 Uhr planmäßige Ankunftszeit. Heute leider mit einer Verspätung von 7 Minuten. Bisschen ja, Makrofon geben. Ich wollte gerade schon Hupen sagen. Ist ja gar keine Hupe. Da gibt es ein Auto. Und hier stehen nämlich Bahnmitarbeiter. Ja, die sieben. Ja, wir fahren hier vorbei an einer wunderschönen Landschaft. Durch das wunderschöne Bundesland Niedersachsen. Wie gesagt, von der Landeshauptstadt Niedersachsens nach Richtung Uelzen. Die Strecke ist aber nicht dargestellt, da momentan nur die Strecke von nach Celle dargestellt ist. Der Rest lässt noch auf sich warten. Aber auch mit dieser Strecke hat man auch schon sehr viel zu tun und auch schon sehr viel Spaß. Denn man kann hier wirklich jeden Zug fahren. Man kann hier den Fernverkehr fahren, das wird auch in einem der nächsten Videos kommen. Aber auch Güterzüge.
was auch in einem der nächsten Videos kommen wird. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns hier nicht nur auf Zusi, sondern auch, wie gesagt, auf Omsi, auf Eurotruck Simulator 2 und auf diverse andere Spiele. Ihr könnt aber auch in die Kommentare schreiben, welche Spiele ihr gerne sehen würdet bei uns hier auf dem Kanal. Also, beziehungsweise welche Spiele ihr euch von mir wünschen würdet. Wie gesagt, schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ihr mit dem aktuellen Angebot, beziehungsweise das, was ich euch jetzt gesagt habe, ob ihr damit zufrieden seid oder ob ihr noch mehr haben wollt. So, jetzt sind wir gerade ein bisschen, der ist am Rummeckern, weil wir zu schnell sind. Und ich sehe da gerade auch schon etwas Besonderes. Zugbeeinflussung. Wo ich gerade selber noch überlegen muss, was man da jetzt machen muss. Zugbeeinflussung. Denn wir haben jetzt hier ein sogenanntes ZS7. Zugbeeinflussung. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, was ich machen muss. So, jetzt haben wir nämlich die Streckengeschwindigkeit. Jetzt dürfen wir weiterfahren mit maximal 9 Stundenkilometern. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und das bis 200 Meter hinter das nachfolgende Hauptsignal. Also selbst wenn er jetzt stehen sollte, wir dürfen schneller fahren laut dem Signal, denkste, dürfen wir zurzeit nämlich überhaupt nicht. Stehen wieder Leute am Gleis. Sind eine Weiche am Inspizieren wahrscheinlich. So ist das halt. So, wir nähern uns jetzt dem Bahnhof Suderburg. Das ist jetzt hier schon Anfang vom Bahnhof Suderburg mit Überholgleis für die Gegenrichtung. Nächste Station Suderburg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Suderburg, Ausstieg rechts. So, da stehen wir wieder in Suderburg. Mittlerweile haben wir 8 Minuten Verspätung schon. Fast 8 Minuten, 47 Grad. Sieht man da ja am Hochlaufen die Verspätung. So, und gar nicht mehr so weit entfernt von Uelzen. Wir sind gleich, wie gesagt, schon da, mehr oder weniger. Einmal weg, einmal die Türen schließen und dann können wir auch gleich schon wieder abfahren.
zeigt jetzt hier auch noch an, wie weit wir jetzt noch fahren müssen. Und zwar bis zum Ende des anschließenden Weichenbereichs müssen wir jetzt noch die 40 fahren. Und dann dürfen wir auch schon wieder beschleunigen auf 160. So. Einmal hier auf den Tisch gelegt, den Befehlsgeber. Wirklich auf Anschlag. Das ist eine Drehstromlok, da kann nicht. Eine Drehstromlok, da kann nicht viel passieren. Wir queren gleich noch einmal den Überholbahnhof Klein Süstedt. Dort ist auch ein Kreuzungs- bzw. Überholungsbahnhof für Züge des Güterverkehrs bzw. die zur Überholung für Züge des Fernverkehrs. In seltenen Fällen kommt es auch mal vor, dass hier ein verspäteter Fernverkehrszug einen Regionalverkehrszug überholt. Dies ist aber nicht die Regel. So, der nächste Teil ist dann, wie gesagt, der Uelzen, der Zug endet dort. Es gäbe alternativ die Möglichkeit, den Zug wieder zurückzufahren Richtung Zelle, aber dabei lassen wir es heute. Ich würde sagen, wir fahren weiter Richtung. Wir fahren das nächste Mal weiter, beziehungsweise das nächste Mal gibt es dann auch mal sowas wie Opti oder sowas. Wir sind ein bisschen zu schnell schon wieder. Wobei ich dabei jetzt auch keinen festen Plan machen möchte, was ich als nächstes zeige. Entweder kommt beim nächsten Mal wieder wieder zu sie, also zum Simulator, oder eine die erste Folge um sie. Dies muss ich noch entscheiden, was ich dann da für richtig halte. Aber das nächste Video kommt auf jeden Fall. Ich habe Lust drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, wie es ihr, wie ihr es findet. So, jetzt kreuzen wir jetzt. Fahren wir gerade durch den Überholungsbahnhof Klein Süstedt. Ja, wie gesagt, sagt mir, wie ihr es findet. Mit einem neuen, mit einer neuen Stimme, weil ihr seht mich ja nicht. Kein neues Gesicht. Sagt mir, wie ihr es findet, wie es euch gefällt. Und ja, lasst eine Bewertung da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Ansonsten geht es jetzt gleich erstmal runter auf 40. Wie gesagt, wir enden gleich im nächsten Bahnhof und dann können wir entschleunigen. Noch ein ICE-1. Sie sind hier auf der Strecke wirklich sehr, sehr häufig am Fahren. So, jetzt haben wir gerade die LZB-Ende bekommen. Das mussten wir quittieren. Das ist einfach deswegen, weil wir jetzt die LZB-Strecke verlassen. Dann haben wir gleich wieder die PZB am Halt. Nächste Station, Uelzen. Dieser Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Bitte denken Sie beim Aussteigen an Ihre Wertgegenstände.
So. Hier stehen Züge, also Lokomotiven und Triebwagen abgestellt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Hier links von uns sehen wir das, den sogenannten 100-Wasserbahnhof von Uelzen. Wurde vom Architekten und Designer und Künstler 100 Wasser entworfen und ja, in der Form verwirklicht. Also wir halten hier an dieser. Wir halten an der vorderen Halttafel. Tür frei. So. Jetzt. Uelzen, Ausstieg links. In der Lok der Baureihe 146, aber das ist etwas für ein andermal. Ich würde sagen, das war das Video für heute und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal und gebt dem Video eine Bewertung. Hoffentlich eine gute. Wenn es euch nicht gefallen hat, ist das auch nicht so schlimm. Mit Daumen runter und einem Kommentar, warum es euch noch nicht gefallen hat oder was euch noch gestört hat, habe ich auch kein Problem. Wie gesagt, schreibt Verbesserungswünsche rein, wenn ihr welche habt. Ich hoffe, euch hat es irgendwie gefallen und ja, würde euch auch das nächste Mal wieder begrüßen, wenn es wieder heißt, dass wieder ein Simulator gespielt wird. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.